seitdem die Schwerelosigkeit wieder ist. Sehr wahrscheinlich. Eintritt Schwerelosigkeit. Und mich würde es nicht wundern, wenn hier drin auch Gegner kommen. Also irgendwie kann ich mir nicht vorstellen, dass ich jetzt hier einfach mal so durchkomme. Außer ich ein bisschen, egal wie laufen kann, ist ja schwerelos. Gut. So. Den haben wir. Komm her zu mir. Was auch immer du bist, Credits. Jetzt gehen wir hier durch. Stirb einfach. Mann, brauchst du viel. Und zucken tust du auch noch. Komm noch mehr? Oh ja, damit wird immer schwindlig. Ich hoffe mal, ich laufe immer noch in die richtige Richtung, aber es gab ja bloß einen, also. Das wäre, glaube ich, eine Leistung gewesen, wenn ich jetzt falsch laufe. Aus dem Kampf habe ich mich jetzt gedreht. Hier muss ich springen. Dann machen wir das. Super weit geflogen. Da liegt da was drin. Ah, Stase, okay. Jetzt gehen wir hier runter. Können wir Stase auffüllen, dann machen wir das natürlich. Sollte man immer nutzen, wenn man die Möglichkeit dazu hat. Jetzt sind wir hier und müssen das wahrscheinlich einfach nur runterziehen. Irgendwas habe ich jetzt aktiviert. So windig wie das aussieht, scheinen das die Ventilatoren gewesen zu sein. Oh Mann. So viele Gegner wieder. So. Jetzt hier durch. Dann kommen die hoffentlich nicht mit, weil sich das wieder dreht, ne? Erstmal so. Und jetzt bin ich wieder hier. Oh, großes Medipack. Sehr schön. Jetzt gehen wir wieder hier raus. Och nö. Ende der Schwerelosigkeit. Nein, nein, nein. So, die andere Seite und dann muss man den ja von hinten abschießen.
haben wir gleich wieder hier. So, halt auf die andere Seite. Ah, Mist, Mist, Mist. Stars hat nicht funktioniert. Funktioniert das eigentlich, wenn ich jetzt hier so mache? Nehmen wir erstmal einen Heiltrank. Laufen wieder auf die andere Seite. So. Jetzt können wir die Straße wieder aufladen. Da, er kommt wieder. Außenrum, außenrum, außenrum. Okay. Wieder Stase, noch summt denn hier hinten mal irgendwie ein paar Schüsse abzuverlangen. Tod wäre schon schön von dir. Bin ich ganz ehrlich. So, laufen wir dran vorbei. Vielleicht noch ein bisschen Stars, wenn man da länger liegen bleibt. Komm, nachladen, nachladen. Ich bin froh, dass ich hier so viel Platz hatte. Und dass es hier auch Stase gab. Oder also, es gibt es hier noch. Wahrscheinlich habe ich jetzt den Strom angeschaltet und darf jetzt weiter. Muss allerdings auch den Marker mitnehmen. Dann werden wir das jetzt einfach mal machen. Machen wir so, so. So. Und durch mit dir. Dann geht's auf die Seite. Dann machen wir das Ganze nochmal. So, dann geht's durch das offene Tor. Hinein ins Glück. Ich lade Stase wieder auf. Und werde jetzt erst einmal zwischenspeichern. So, die Tür öffnen wir. Jetzt haben wir wieder so einen Zwischenraum, wie die ganze Zeit schon. Jetzt muss ich mal kurz schauen. Ich habe gerade viel Munition verbraucht. Okay, bis was habe ich noch? Medipacks sind da. Hoffen wir einfach, dass das ausreicht. So, und wieder gegen das Tor. Geht nicht. Schließmechanismus offline. Tor ist noch nicht offen, okay. So, jetzt aber. Raus mit dir. Wo sind wir jetzt? Wo sind wir jetzt? Noch einem Zwischenraum. Geräusche sind nicht gut. Aber ich ziehe erstmal den hier vor. Und dann schaue ich mich um. Solche Lüftungsschächte haben immer ein mulmiges Beigefühl, denn da könnte jederzeit etwas rauskommen. Die Erfahrung habe ich leider schon in 11 Kapiteln machen müssen. Vielleicht passiert das einfach nicht mehr. Ich habe ja Glück. Glück in einem Horrorspiel.
So, was haben wir hier noch? Das und dann haben wir hier nochmal einen Energieknoten. Den nehmen wir mit. Ich hoffe mal, dass ich nachher noch die Möglichkeit habe, irgendwo nochmal eine Werkbank zu kriegen. Ansonsten sammle ich die jetzt sinnloserweise. Aber ich kann mir ehrlich gesagt nicht vorstellen, dass das so ist. So, jetzt machen wir hier wieder. Ich muss das Ding schon treffen. So, jetzt durch. Gleich ganz durch. So. Jetzt haben wir durchgezogen und da ist nichts weiter. Dann müssen wir jetzt einfach hier. Die Tür ist noch verschlossen. Schließmechanismus. Und dann, wenn wir die Karte anschauen, sind wir sehr weit gekommen. Möglicherweise sogar schon. Da ist ja schon der Zielpunkt. Ja, Mist, das war's Falsche. Bewegt sich der Marker langsamer. Ich habe ihn in Stase versetzt. Und gehe jetzt hier raus. So, haben wir die Möglichkeit, draußen Stase wieder aufzuladen? Nein, haben wir nicht. Direkt hier kann ich es aufladen. Irgendwo. Doch nicht? Okay. Okay. Ist in Ordnung. Hier liegt eine Menge Munition, die nehmen wir mit. Da war etwas Großes zu sehen, ja. Machen wir einfach mal hier drüber. Die Musik macht's auch spannend. Und die Munition sagt, freu dich. Gut, den hat man. Den hat man auch. Guck mal, von der Seite. Oh, voll in der Luft hier. Den Arm hat er verloren, okay. Laden wir nach. Das nehmen wir auf. Weiter schießen. Musste kurz husten. Zum Glück halten die halbwegs still. Ist da noch was anderes? Nee, du willst schießen, das lasse ich jetzt nicht zu. Du rennst, das gefällt mir auch nicht. So. Du nochmal? Du nochmal? Aber dort willst du? Okay. Ich schieß dich auch von der Wand runter. Das ist kein Problem. Wenn du das unbedingt willst, machen wir das. Ich bin da sehr flexibel, für dich tue ich das gern. Was jammerst denn du da hin die ganze Zeit?
Kümmert sich keiner um dich. Den haben wir auch. Aber das war's bestimmt noch nicht, oder? Ah, dort. Dort ist einer. Der wollte mich gerade anspringen. In der Luft in Stase versetzt. Mir ist gerade Stase ausgegangen. Nachladen. Und dann schießen wir weiter. Und dann werden wir ihn hoffentlich killen. So. Aber, schnell mal. Ah. Bist du tot oder krabbelst du gleich wieder? Ich weiß jetzt leider keine Abkürzung für die. Für Stase. Kenne ich den Tastenbefehl nicht. Nachladen, du fliegst gerade so schön, ja. Nein, du willst mit dem einen Arm weitermachen? Okay. Er wollte es so. Unbedingt. So, schieben wir schon mal ein Stück vor. Das nehmen wir mit. Und dann müssen wir wahrscheinlich hier vor. Vermute ich mal. Wie weit vor haben wir es hier eigentlich? Oh, ich bin schon fast da, gut. Na? Ich hoffe mal, dass ich jetzt nicht von hinten angegriffen werde. Von dem großen Biest, was wir vorhin gesehen haben. Dann wird die Musik richtig spannend hier. So. Oh, da liegt was. Das hole ich mir, das hole ich mir. Lader aktivieren. Der Marker wird abgesetzt. Zurückkehren. Wir sind wieder ganz, Isaac. Wir sind ganz. Notfall. Pio-orbitale Schwerkrafthalterungen offline. Tektonische Ladung gelöst. Aufprall in Kürze. Sofort in Sektor räumen. Das Ding fällt jetzt runter. Dann sollte ich... Bin ich hier in Sicherheit? Dekontaminationszyklus aktiviert. Der Marker ist wieder da. Wieder unten auf dem Planeten. Isaac, ich bin's. Ich wünschte, ich könnte mit dir reden. Es tut mir alles so schrecklich leid. Ich wünschte, ich könnte mit irgendjemandem reden. Alles bricht so
Danke. Es ist kaum zu glauben, was hier vor sich geht. Ist schon seltsam. So ein kleines Ding. Letztendlich läuft es doch auf dieses andere kleine Ding hinaus. So ein kleines Ding. Ich wollte nicht, dass es so endet. Ich wollte dich nur noch einmal sehen. Es tut mir leid. Ich habe dich geliebt. Ich habe dich immer geliebt. Immer geliebt. Die Körperhaltung sagt alles. Siehst du? Du bist geistesgestört. Wie Kain, wie der Captain. Nicole ist schon lange tot. Was immer du gesehen hast, wurde davon hervorgerufen. Du warst eine Schachfigur. Aber keine Sorge. Es ist jetzt in sicheren Händen. Weit weg von diesem gottverdammten Ort. Also hat sich Isaac Nicole nur vorgestellt oder wurde ihm vorgegaukelt. Und der Marker ist wieder auf dem Weg nach oben. Muss jetzt wahrscheinlich hier durch, genau. Okay, dann... Kommt denn noch irgendwas? Auf jeden Fall kommt Loot. Das ist ja schon mal besser als nichts. So, wo kommen wir jetzt raus? Ach, hier, in diesem dem Raum. Ah. Ist also quasi zum Raumschiff zurück. Wahrscheinlich versuchen eher als die andere dort ist. Der ich ehrlich gesagt gerade den Namen vergessen habe. Die war jetzt so böse, jetzt habe ich den Namen vergessen. So, hier. Haben wir noch was? Und dann kommen wir jetzt ja direkt nochmal zu einem Shop gleich. Ja. Denen habe ich vorhin die Köpfe abgeschossen. Die wurden teilweise umgewandelt und die liegen genauso wieder da, wie sie vorher waren. Das ist in Ordnung. Wenn sie meinen, dass es richtig ist... Mit Kopf hat es denen wahrscheinlich besser gefallen. Gut, also Medipacks bin ich gut ausgestattet. Jetzt verkaufen wir noch ein bisschen Munition und kaufen wir noch Plasma-Munition und dann können wir ja mal sehen. Ich habe auch noch 4 Energieknoten. Gehen wir erstmal nach hier hinter, vielleicht kann ich mir dann noch ein paar Energieknoten kaufen. Mal zu sehen, ob man noch was verbessern kann. So, es wäre vielleicht... Mal sehen, was wir mal das nachladen. Tempo. Kapazität. Und dann nochmal nachladen. Das Nachladen geht jetzt schneller, schießt schneller und die Kapazität haben wir noch etwas erhöht. Ich denke mal, das reicht auch. Ich werde mir jetzt keine weiteren Energieknoten kaufen. Aber Munition muss her. Munition brauche ich auf jeden Fall noch.
Medipacks. Ich weiß gar nicht, ob ich so viele Medipacks brauche, aber die behalte ich jetzt einfach mal. Jetzt, wo ich so viel gefunden habe. Und jetzt kaufen wir Plasma-Energie. Reicht das? Oh, das ist einiges. Jetzt kann ich aber daneben schießen. Was ist die Frage, aber wie so viel Zeit lässt, daneben zu schießen? Speichern und raus. Hier soll ich raus? Okay, nehmen wir das mal noch mit. Noch mehr Munition. Ich habe keine. Also ich hab mir gerade nicht genügend gekauft, deswegen nehmen wir die natürlich noch mit. Ist ja süß, da liegt ein Toter. Eine Tote. Ist ja süß, da liegt ein Toter.